Der Angeklagte Wolf-Dieter Jahn soll versucht haben, seine Schwester umzubringen. Der 37-Jährige hatte es in den letzten Jahren wirklich nicht leicht. Seine Mutter wurde zu einem Pflegefall und Wolf-Dieter hat sich aufopfernd um sie gekümmert. Von seiner jüngeren Schwester Sibylle konnte er keine Hilfe erwarten. Sie hatte weder Zeit noch Lust, bei der Pflege der kranken Mutter zu helfen. Als sich bei Wolf-Dieter dann auch noch der Verdacht erhärtete, dass Sibylle das Haus der Mutter ausräumt, während diese im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, war für ihn das Maß voll. Hat der Angeklagte seine Schwester deshalb vor Wut aus dem Fenster gestoßen? Sie heißen Wolf-Dieter Jahn, geboren am 3. März 1974 in Wuppertal. Sie wohnen auch in Wuppertal, sind verheiratet, Abteilungsleiter bei einer Personalvermittlungsagentur. Seit dem 15. März 2011 in Untersuchungshaft in der JVA Wuppertal-Vohwinkel. Am Abend des 14. März 2011 trat der Angeklagte im Aufenthaltsraum des privaten Altenheims am Rosenstrauch in Wuppertal von hinten an seine Schwester Sibylle Jahn heran, die dort als Altenpflegerin arbeitete und auf dem Fensterbrett saß, und versetzte ihr in Tötungsabsicht einen Stoß, sodass sie 6 Meter tief auf die betonierte Terrasse stürzte. Sibylle Jahn erlitt infolge des Sturzes eine Hüft- und eine Unterkieferfraktur sowie ein schweres Schädel-Hirntrauma. Der Angeklagte wird somit des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 211. Herr Jahn, wollen Sie sich zu dem Anklagevorwurf äußern? Ich habe meine Schwester nicht aus dem Fenster gestoßen, auch wenn ich sie wirklich hasse. Aber das auch nicht seit gestern. Zwischen uns gab es einfach schon immer Probleme. Probleme welcher Art? Sibylle hat mir nie was gegönnt. Die war immer total eifersüchtig auf mich. Sogar schon als ich mit 5 mein erstes Fahrrad bekommen habe, total stolz war, hat sie tagelang Terror gemacht und uns keine Ruhe mehr gelassen. Also solch Neid unter Geschwistern, der verschwindet doch üblicherweise im Erwachsenenalter, oder nicht? Ja, aber bei Sibylle nicht. Meine Mutter hat bis zu ihrem Lebensende hat die immer ein halbes Magengeschwür bekommen, wenn sie mir was schenken wollte, weil sie genau wusste, dass Sibylle sich benachteiligt fühlt und permanent Aufstand machen würde. Aber so richtig krass ist es geworden, als meine Mutter zum Pflegefall geworden ist. Seitdem ist meine Schwester total für mich gestorben. Wieso? Meine Mutter hatte schweres Rheuma und die konnte sich kaum noch bewegen. Sie brauchte wirklich Hilfe. Meine Frau und ich, wir haben uns gekümmert. Aber meine Schwester, die hat nichts getan. Dabei hätte sie sich gerade um meine Mutter kümmern können, weil sie ausgebildete Altenpflegerin ist. Ihre Schwester hat ihre Mutter nicht mal mehr besucht, richtig? Genau. Sogar am 13. März, als meine Mutter mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, da ist sie nicht dahin gefahren und hat sich verabschiedet. Wissen Sie, was sie stattdessen gemacht hat? Sagen Sie es mir. Sie ist direkt ins Haus meiner Mutter gefahren und hat sich alles, auch wenn es ihr keinen Wert hatte, hat sie sich das genommen, weil sie wohl gedacht hat, damit kann sie noch irgendwie Geld machen. Also wenn es wirklich so war, Herr Jahn, dann kann ich sehr gut verstehen, dass sie das sehr wütend gemacht hat. Ja, und wie? Die eigene Mutter so wie Dreck behandeln und immer nur den eigenen Vorteil im Auge zu haben, das schafft nur meine Schwester, so eklig und egoistisch zu sein. Na gut, und so wütend und so voller Hass, wie sie ganz hier schildern, gehe ich davon aus, dass sie genau in dieser Stimmung tags drauf zu ihrer Schwester, zu ihrer Arbeitsstelle in das Altenpflegeheim gefahren sind und sie dort zur Rede gestellt haben, mit dem Sachverhalt konfrontiert haben. Und dann, schauen Sie mich bitte an, ist das Ganze eskaliert. Und dann haben Sie, so wie ich es hier in der Anklage vorgelesen habe, Ihre Schwester aus dem Fenster gestürzt. Habe ich nicht. Ich war noch nicht mal im Altenheim. Wo waren Sie denn dann an diesem 14. März, so 18.30 Uhr? Ich war total fertig an dem Tag, weil ich ja die Nacht vorher die ganze Zeit bei meiner Mutter gesessen hatte, bis sie dann leider eingeschlafen ist. Und am nächsten Tag musste ich leider noch ins Büro, weil ich wichtige Termine hatte, die ich nicht absagen konnte. Aber dann habe ich mir Sachen mit nach Hause genommen und habe mich aber auch erstmal hingelegt und habe dann bis, weiß ich nicht, 17.45 Uhr geschlafen. Und dann bin ich aufgestanden, aber kurz darauf kam auch meine Frau nach Hause. Ja, ein bisschen genauer, was heißt kurz darauf, wann? Ich glaube so 20 nach 6, und dann haben wir in der Küche darüber gesprochen, was sie alles schon für die Beerdigung organisiert hat. Bis dann um 20 Uhr, glaube ich, hat es dann geklingelt und dann stand die Polizei vor der Tür und hat uns von dem Sturz von Sibylle aus dem Fenster erzählt. Ich habe natürlich erst mal gedacht, es sei ein Unfall. Ja, auch die Polizei wäre mit Sicherheit von einem Unfall ausgegangen, wenn ihre Schwester nicht überlebt hätte. Ja, aber ich habe nichts gemacht. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Schwester hat durch ihre eklige Art ganz viele Feinde. Da muss ich Ihnen allerdings recht geben. Und ich sehe besonders eine Person, die ein ganz starkes Motiv hat. Viola Seifert. Deren Großmutter ist 84 Jahre alt, demenzkrank und sollte von Sibylle Jahn zu Hause gepflegt werden. Ja, genau. Und statt dass meine Schwester die alte Frau gepflegt hat, hat sie ihr wortwörtlich das Essen vom Teller weggefressen.
Da gibt es sogar eine Aufzeichnung von, die alte Frau, die wäre fast verhungert. Da kann ich schon sehr gut verstehen, dass die Enkelin total ausrastet. Ja, und Sibylle Jahn aus dem Fenster gestoßen hat. Einen Beweis dafür haben Sie nicht, oder? Ach, Beweise, Beweise. Das ist ja wohl hier nicht mein Job, Beweise zu sammeln. Ich muss hier leider meine Unschuld beweisen. Naja, nicht mal Ihre Unschuld müssen Sie beweisen. Man muss Ihnen die Schuld beweisen. Aber noch Fragen an den Angeklagten? Keine. Dann vernehmen wir mal Ihre Schwester. Sibylle Jahn, bitte. Wir treten die Beweisaufnahme ein und Sie dürfen bei Ihrer Verteidigerin Platz nehmen. Geht's, Frau Jahn? Guten Tag, Frau Jahn. Herr Seeloff wird Ihnen gerne helfen. Das Laufen geht ja schon wieder ganz ordentlich. So, Frau Jahn, geht's bei Ihnen so? Gut schon. Bloß mit dem Ding kann ich nicht sprechen. Aber sonst passt es schon. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch lebe. Beinahe hätte es mein Bruder ja geschafft, dass ich mich gleich hätte neben Mama in den Sarg legen können. Ich hab damit nichts zu tun, Sibylle. Von wegen, ja. Erst wolltest du mich aus der Familie drängen und dann wolltest du mich ganz loswerden. Was? Du hast dich doch ins Aus bei uns in der Familie gestellt, weil du dich nie um unsere kranke Mutter gekümmert hast. Du hast mich doch nicht gelassen. Ich stell die Fragen und Sie antworten mir bitte, ja? Und Sie können dann, wenn Sie dran sind, auch Fragen stellen. Aber das war's dann auch. So. Sie sollen als Zeugin hier aussagen. Als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. 55 StPO. Sie können auf Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten würden. Sie heißen Sibylle Jahn, 35 Jahre alt. Sie wohnen in Wuppertal, ledig, Altenpflegerin. Und Sie sind die Schwester des Angeklagten und haben als solche ein Zeugnis verweigern. Ich sage auf jeden Fall aus. Ja. Dann schildern Sie doch zunächst mal, wie es an diesem 14. März zum Sturz aus dem Fenster des Altenheims gekommen ist. Also an dem Tag, da habe ich mittags mit meinen Hausbesuchen begonnen und war dann erst so gegen 15 Uhr im Altenheim. Mhm. Jedenfalls wollte ich an dem Tag eigentlich frei haben, weil meine Mutter ja in der Nacht zuvor verstorben war. Aber das ging halt nicht, weil bei uns so viele vom Personal halt krank waren und man kann ja nicht diese armen alten Menschen sich selbst überlassen. Als hättest du dir schon jemals Gedanken über deine Patienten gemacht. Warum glaubst du wohl, dass ich einen sozialen Beruf gewählt habe, Bruderherz? Weil mir andere total egal sind? Ja, warum? Das war doch der einzige Ausbildungsjob, den du überhaupt bekommen hast. Freiwillig hättest du das doch nicht gemacht. Quatsch! Herr Jahn, bitte jetzt auch. Ich liebe meinen Beruf, ja. Nur an dem Tag war es wirklich sehr anstrengend für mich, weil ich eben so fertig war wegen dem Tod meiner Mutter. Und dann ist noch so gegen 17:45 abends mein Bruder ins Altenheim gekommen und hat mich total blöd angeflammt und angeschrien. Zu dir ins Altenheim? Das ist gelogen. Ist es nicht, ja. Du hast mich doch total zur Sau gemacht, weil ich nicht mehr bei Mama im Krankenhaus war, ja. Und weil ich angeblich stattdessen bei ihr zu Hause war, ja, und da ein Bild und Schmuck gestohlen haben soll. Obwohl ich sowas natürlich nicht gemacht habe. Ja, dann erklär mir aber mal bitte, wie das Bild aus meinem alten Kinderzimmer jetzt in deine Wohnung kommt, hä? Das, meinst du das mit dieser abstrakten Blumenwiese? Also das, ja, das hing immer in meinem Kinderzimmer, ja? Und das hat Mama mir bei einem Besuch 2 Wochen vor ihrem Tod geschenkt. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal zu dem Streit zwischen Ihrem Bruder und Ihnen im Altenheim zurückkommen. Was genau hat er denn da Ihnen an den Kopf geworfen? Ja, dass ich noch mal was erleben kann, wenn ich mir das Bild hole und dass noch mal was, dass mir noch mal was passieren wird, wenn er sich's dann wirklich holt und wenn ich es halt nicht rausgerückt habe. Und dann, da habe ich so Angst vor meinem Bruder gekriegt, dass ich wirklich, also in Angst halt dann gesagt habe und behauptet habe, dass unser Chef gleich reinkommt wegen einer Besprechung. Und das hat mir dann mein Bruder auch erstmal geglaubt und ist dann abgehauen. Ich bin gar nicht abgehauen, weil ich erst gar nicht da war. Der Bruder war da, er ist kurzzeitig abgehauen, davon gehe ich aus, weil er von ihrem Chef einfach nicht gesehen werden wollte. Und dann ist er wieder zurückgekehrt. Mhm, scheint so, weil ich bin dann rüber in den Pausenraum und habe mich da aufs Fensterbrett gesetzt, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen und um die letzten Sonnenstrahlen des Tages zu genießen. Sie haben ja da so ein Foto von diesem Fensterbrett. Frau Verteidiger, wenn Sie es vielleicht kurz noch mal auch zeigen würden. Wie genau sind Sie denn da auf der Fensterbank gesessen? Naja, mit meinem Hinterteil auf dem breiten Fensterbrett und die Füße, die habe ich vorne rausbaumeln lassen. Und als Sie dann da saßen, was ist dann passiert? Naja, ich habe was gegessen und ein paar Minuten später habe ich dann ein Geräusch hinter mir gehört und dann
Dann, bevor ich mich überhaupt umdrehen konnte, habe ich einen ganz heftigen Stoß in den Rücken bekommen. Und dann bin ich auch schon runtergefallen. Und Sie sind laut medizinischem Gutachten, da haben Sie ja ziemlich Glück gehabt, glücklicherweise zuerst mit dem Becken und dann erst mit dem Kopf auf die 6 Meter tiefer liegende Terrasse des Altenheims aufgeballt. Dabei haben Sie dann ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitten. Durch den Sturz haben Sie sich außerdem eine Hüft- und Kieferfraktur zugezogen und zahlreiche Prellungen und Hämatome. Also es war Unterkieferfraktur, wie man nach wie vor sehen kann. Ja, und das ist auch alles bis heute noch gar nicht richtig im Lot. Mein Arzt meinte halt, dass ich wohl wirklich mehrere Schutzengel gehabt haben muss, dass ich überhaupt hier sitzen kann heute. Und dass ich hoffe, dass mein Bruder heute auch hier zur Verantwortung gezogen wird. Nochmal, ich habe dich nicht gestoßen. Doch, du wolltest doch das ganze Erbe für dich. Sagen Sie nichts dazu. Frau Jahn, ich würde gerne mal das Thema wechseln. Und zwar, Sie hatten ja eine Patientin, Rosa Seifert, die Sie zu Hause gepflegt haben, richtig? Ja. Der Herr Vorsitzende hat Sie ja schon über Ihr Aussageverweigerungsrecht belehrt, weil immerhin läuft ja gegen Sie auch ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Körperverletzung. Ja, das weiß ich, aber ich möchte trotzdem was dazu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass es da eine ganze Menge klarzustellen gibt. Gut, dann schießen Sie mal los, wir sind gespannt. Ja, also die Frau Seifert, ja, die ist 84 und demenzkrank. Und vieles, was für uns so alltäglich ist, das fällt ihr extrem schwer, weil sie einfach vergessen hat, wie man manche Dinge tut. Und das bedeutet für uns Pflegerinnen natürlich auch, dass wir sie sehr intensiv betreuen müssen. Und haben Sie das auch getan? Ja, aber sicher, natürlich. Alles, was mir in der knappen Zeit, die mir halt pro Patient leider nur bleibt, auch möglich ist. Wissen Sie, was ich seltsam finde? Die Enkelin von Frau Seifert, die ja auch ihren Arbeitgeber mit dieser Pflege beauftragt hat, die erzählt was ganz anderes. Die spricht davon, dass sie Frau Rosa Seifert das Essen weggegessen haben und dass sie die Frau auch nicht mehr genügend gewaschen und gepflegt haben. Ich weiß, dass diese Frau das behauptet, aber das ist doch so gar nicht wahr. Da gibt es sogar eine Aufzeichnung, wie du der alten Frau das Essen wegfrisst. Das stimmt allerdings, weil Viola Seifert, die Enkelin, hatte schon länger den Verdacht, dass mit der Pflege was nicht in Ordnung ist und hatte dabei ein denkbar ungutes Gefühl. Und das hat sie zum Anlass genommen, den Wohnraum ihrer Großmutter auch überwachen zu lassen. Aber das war doch alles ganz anders. Die alte Frau, ja, die war wirklich extrem abgemagert, ja, aber weil die einfach nicht mehr essen wollte. Ja. Ich habe wirklich alles versucht, aber ohne Erfolg. Das ist halt bei alten Menschen so. Und das, ja, das kommentiere ich hier überhaupt nicht. Das spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Und ob das eine Rolle spielt, das war nämlich genau der Auslöser für Frau Seifert. Nämlich nachdem sie die Aufzeichnung gesehen hat, da sind ihr die Sicherungen durchgegangen und hat sie aus dem Fenster gestoßen. Was? Das ist doch Käse. Käse, behaupten Sie das? Dann habe ich mal eine ganz andere Frage. Sie haben Frau Seifert also nachmittags zu Hause besucht, haben ihr das Essen weggegessen, sind dann an ihren gefüllten Kühlschrank gegangen, haben sich dort einen feinen Algensalat und eine Flasche Wein mitgenommen, für ihre Pause wohlgemerkt, die sie später im Altenheim einlegen wollten. Oder wie erklären Sie sich dann, dass diese Sachen von der Polizei im Aufenthaltsraum im Altenheim gefunden wurden? Sie waren doch gerade dabei, diese Sachen zu verzehren. Also wirklich, ja, zu solchen ungeheuerlichen Vorwürfen möchte ich überhaupt nichts sagen. Und ich habe doch der alten Dame nichts geklaut. Weitere Fragen? Keine. Ich habe keine. Dankeschön, dann hören wir uns doch mal die Frau Seifert an. Viola Seifert, bitte. Sie dürfen den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Danke. Frau Seifert, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie hier als Zeugen die Wahrheit sagen müssen. Wenn nicht, dann machen Sie sich strafbar. Ich belehre Sie außerdem, 55 StPO, Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Mhm. Sie heißen Viola Seifert, 20 Jahre alt, Sie wohnen in Wuppertal, Sie sind ledig, Praktikantin bei einem Grafiker, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Sie wissen, worum es geht. Der Angeklagte soll am 14. März abends um 18.30 Uhr seine Schwester aus dem Fenster im Altenheim gestoßen haben. Aus welchem Grund auch immer. Er behauptet aber, er sei an dem Tag überhaupt nicht im Altersheim gewesen. Dann sagt er wohl nicht die Wahrheit. Woher wollen Sie das denn wissen? Sie kennen mich doch gar nicht. Ja, stimmt, aber Sie waren trotzdem im Altenheim. Und woher wissen Sie das? Weil ich an dem Tag auch um 17.50 Uhr im Altenheim gewesen bin. Ich habe dort mit dem Chef einen Termin gehabt um 18 Uhr und wollte über zusätzliche Pflegetermine mit ihm sprechen. Und auf dem Weg ins Büro bin ich dann am Schwesterzimmer vorbeigekommen und dann habe ich im Schwesterzimmer wahnsinnig laute Geräusche gehört. Und dann habe ich... Was heißt denn wahnsinnig laute Geräusche? Was waren das für welche? Ja, da haben sich zwei gestritten. Erst habe ich gedacht, das wären zwei Angestellten, aber das konnte nicht sein, weil ich genau gehört habe nach einer Zeit, dass es um ein Erbe gegangen ist. Und haben Sie mal genauer hingehört? Ja, ein Mann wahrscheinlich eher,
hat gemeint, ja, wie kannst du nur so herzlos zu unserer Mutter sein? Du hast dich nicht mehr von ihr verabschieden können und als sie noch nicht tot war, hattest du nur das Erbe im Kopf und lauter solche Sachen. Und wie hat denn die Frau in dem Streit auf diese Vorwürfe reagiert? Ja, sie hat nur zurückgemeckert, lass mich bloß in Ruhe mit deinem Schmarrn, ich behalte das Bild. Und darauf hat er dann nur noch gemeint, ja, wenn du mir das Bild nicht freiwillig gibst, dann werde ich es mir holen, egal ob du dabei drauf gehst. Genau so, ja, genau so hat Wolf-Dieter zu mir gesagt. Ja, und somit ist klar, Herr Jahn, dass Sie an dem Tag sehr wohl im Altenheim waren und mit Ihrer Schwester gestritten haben und Sie massiv bedroht haben. Quatsch, das erzählt die doch hier nur, weil die von sich selber ablenken muss. Ich muss gar nichts. Die hat sich doch hier irgendwo informiert über den Streit mit meiner Schwester, damit die mich extra vor Gericht belasten kann. Ja, und damit Sie darüber hinwegtäuschen können, dass Sie selbst ein glasklares Motiv haben und selber Frau Jahn aus dem Fenster gestoßen haben. Ich habe ganz sicher niemanden gestoßen. Dass das mal klar ist. Tja, und ich frage mich vor allem, woher soll sie die ganze Geschichte mit dem Bild wissen? Und das frage ich mich, ne? Wenn sie das gehört haben will, dann muss es wohl bei dem Gespräch im Altenheim gewesen sein. Ne? Zwischen Ihnen, Herr Jahn, und Ihrer Schwester. Wer weiß, die hat das doch bestimmt irgendwo aufgeschnappt. Meine Schwester hat doch ihre Großmutter gepflegt und die hat alles aufgezeichnet. Wer weiß, ob meine Schwester nicht hier oder da mal was darüber gesagt hat. Vielleicht denken Sie erst nach, bevor Sie reden. Das Gespräch muss ja nach dem Tod Ihrer Mutter stattgefunden haben. Vor dem Tod gab es ja keinen Streit um dieses Bild, ne? Aber nach dem Tod Ihrer Mutter gab es ja doch einen Besuch von Ihrer Schwester bei der Großmutter von Frau Seifert. Na, und diesen Besuch, den haben wir auf Video festgehalten. Der liegt der Akte ja bei und da geht es nicht irgendwie um ein Bild. Da wird nicht irgendwie über ein Bild geredet oder gestritten. Jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder? Irgendeine Ausrede. Ich bin ja ganz offen für alle Ihre Ausreden, die uns nicht weiterbringen. Ich brauche auch keine Ausrede, weil ich nichts gemacht habe. Das mag ja sein, aber jetzt geht es im Moment zunächst mal um die Frage, ob Sie an dem 14. März doch in dem Altenheim am Rosenstauch waren. Ja, gut. Ich war im Altenheim, aber nur ganz kurz. Und ich habe auch mit Sibylle gestritten, aber dann bin ich direkt nach Hause gefahren. Wann haben Sie das Altenheim verlassen? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass ich um kurz nach sechs aus dem Altenheim raus bin, nach Hause gefahren bin und mich dann da, dann kam kurz darauf meine Frau nach Hause und dann habe ich mich mit ihr in der Küche darüber unterhalten, was sie alles schon für die Beerdigung organisiert hat. Ja, das heißt doch nichts anderes, als zu dem Zeitpunkt um 18.30 Uhr Sibylle Jahn aus dem Fenster gestoßen wurde, mein Mandant bereits zu Hause war und das auch von seiner Ehefrau bestätigt werden kann. Und wieso haben Sie dann den Streit mit Ihrer Schwester im Altenheim die ganze Zeit bestritten? Weil ich Angst hatte, dass mir hier doch sonst sowieso keiner mehr glaubt. Eine ganz blöde Salamitaktik. Entschuldigen Sie bitte. Immer genau das gerade zugeben, wenn man merkt, oh, da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Mein Mandant hat seine Schwester nicht aus dem Fenster gestoßen. Das war Frau Seifert. Das sagt er jetzt noch, ja. Sie hatte auch ein Motiv dafür, weil sie hat auf der Videoaufzeichnung gesehen, wie schlecht ihre Großmutter bei der Pflege behandelt worden ist. Ich habe ihrer Großmutter gar nichts angetan. Ja, ich habe mich immer mit bestem Wissen und Gewissen um sie gekümmert. Um sie gekümmert, natürlich. Darum haben sie sich auch nie mit ihr unterhalten, ihre Prothese nie gewechselt. Darum haben sie ihr vor ihren Augen das Essen weggegessen. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe ihre Großmutter immer bestens gepflegt. Natürlich alles, was im Rahmen dieser halben Stunde, die ich nur leider zur Verfügung habe, machbar ist. Aber in der halben Stunde gebe ich alles. Dass ich nicht lache. Sie wissen genau, dass ich sie aufgenommen habe und angezeigt habe wegen Misshandlung, wegen Diebstahl. Das weiß ich, aber das spielt doch hier auch alles gar keine Rolle. Das sehe ich anders. Diese Aufzeichnung und das, was sonst noch zwischen Ihnen und Frau Seifert gewesen ist, spielt sehr wohl eine Rolle. Denn genau darin liegt das Motiv von Frau Seifert. Und Herr Vorsitzender, ich beantrage an dieser Stelle, dass wir das Videoband jetzt endlich mal in Augenschein nehmen. Jetzt hier? Ja. Jetzt hier. Aber das dürfen Sie doch gar nicht. Aber sicher. Also dann erkläre ich Ihnen jetzt mal, was es mit dieser Aufzeichnung auf sich hat. Die ist ja heimlich angefertigt worden, ohne ihr Einverständnis. Und damit, das ist normalerweise nicht erlaubt, das ist sogar strafbar. Und damit darf so eine Aufzeichnung normalerweise auch nicht als Beweismittel verwendet werden. Jetzt gab es aber in Ihrem Fall einen konkreten Verdacht, dass Sie während Ihrer beruflichen Tätigkeit als Altenpflegerin Straftaten begehen. Und dann ist es das gute Recht Ihrer Auftraggeberin, das war die Frau Seifert, Sie im Wege einer solchen Aufzeichnung zu überwachen. Und damit ist das dann auch nicht mehr rechtswidrig. Und außerdem geht es hier um die Aufklärung eines Kapitalverbrechens. Und da muss schon eine Abwägung stattfinden, einerseits zwischen Ihrem Recht auf Ihren höchstpersönlichen Lebensbereich und dem Interesse an der Aufklärung eines Kapitalverbrechens. Ich meine, dieses Aufklärungsinteresse wiegt hier doch stärker. Aber hier geht es doch um mich. Ja, diese Aufnahme wird das Motiv von Frau Seifert belegen. Ja, und auch das Motiv Ihres Mandanten. Wollen wir es bitte mal vollständig bringen, ne? Dann werde ich Sie an der relevanten Stelle darauf aufmerksam machen, Frau Verteidigerin. Dann ergeht, wenn keine Anträge
Erklärung hierzu abgegeben hat, folgender Beschluss. Die Aufzeichnung wird abgespielt und in Augenschein genommen dadurch. So, dann rufen wir das mal auf und ich lege es direkt mal auf den großen Bildschirm. Ja, da sind Sie ja. Ja. Schön, dass Sie gekommen sind. Sagen Sie, wie ist denn das Wetter heute draußen? Und schauen Sie, da kommt vor Jahren sie gleich zum Kühlschrank und holt irgendwas zu essen raus. Gibt's ordentliches zu essen da? Ah, da muss es. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, glaube ich, dass es sehr windig draußen ist. Ja, das ja. Armband, das wollte ich nur zeigen, Frau Verteidigung, was sie da trägt. Sag, ist es kalt? Ist es kalt draußen? Habe ich doch schon gesagt. Oder ist es windig? Meine Oma fragt Sachen und sie beachtet sie gar nicht. Und sie frisst da vor sich hin. Aber es war doch nur eine absolute Ausnahme. Ja, eine Ausnahme. Als ich mal gesehen habe, habe ich noch gehofft, sie macht das wirklich für die alte Dame. Und dann war ich auch wirklich entsprechend geschockt. Ich habe aber auch Hunger. Hören Sie mal, was die Dame sagt. Das stört man aber nicht. Ich habe aber Hunger. Ich habe auch Hunger, sagt sie. Und Sie essen vor ihr. Und was sagten Sie, als Sie hereinkamen? Ich habe gar nichts gesagt, wenn Sie sich erinnern. Wenn ich so aus dem Fenster schaue und die Bäume sehe, glaube ich, dass ein starker Wind draußen geht. Das ist menschlich unter aller Würde, was Sie sich da leisten. Dachten Sie nicht, es ist windig und kalt, als Sie hereingekommen sind? Oh, ich habe gar nichts gesagt. Wenn Sie sich erinnern, das habe ich auch schon gesagt. Aber ich habe doch auch schon Hunger. Jetzt kommt das Entscheidende. Ja, genau. Was Sie, Frau Seifert, im Übrigen auch auf die Palme gebracht hat und das fast zum Überlaufen das gebracht ist hat. Das ist ein Eisensalat. Nimmt einfach das Essen von meiner Oma aus dem Kühlschrank. Nicht das Essen, sondern eine Flasche Wein und den Algensalat. Ich habe Hunger. Das sind alles nur Genussmittel. Ich habe heute auch noch nicht viel. Das ist alles nur Überleben. Für den Fall aber nicht relevant. Das Armband ist für diesen Fall irrelevant. Kommen Sie bald wieder, Frau? Ohne Worte. Ohne irgendwas geht sie das nicht. Das ist wirklich ein starkes Stück. Und ich kann ihrer Oma nur auf den Weg geben. Zum Glück kommt die Dame nicht wieder. Das war doch eine ganz große Ausnahme an dem Tag. Sie waren doch immer zu meiner Oma so. Immer. Jedes Mal. Nein, wirklich nicht. Ja. Ich war doch nur so durch den Wind, weil in der Nacht zuvor meine Mutter gestorben ist. Wollen Sie uns hier allen Ernstes weismachen, nur weil Ihre Mutter gestorben ist, essen Sie einer hilflosen und pflegebedürftigen Patientin das Essen weg und klauen auch noch Wein und Algensalat aus dem Kühlschrank und verlassen dann wortlos die Wohnung? Ich habe doch dafür auch überhaupt keine andere Erklärung. Jetzt nur, dass ich so durcheinander war. Ich mache doch sonst sowas überhaupt nicht. Es ist unerträglich, Ihnen zuzuhören. Es ist wirklich unerträglich. Es ist widerwärtig. Es kann ich Ihnen wirklich nur sagen, es ist widerwärtig. Und Sie haben hier eher einen abgeklärten Eindruck gemacht auf mich auf diesem Video. Ja? Als dass Sie durcheinander gewesen wären durch den Tod Ihrer eigenen Mutter. Und Frau Seifert, weil das alles so schlimm ist, verstehe ich auch, dass es Sie in Rage gebracht hat. Sie haben sich die Aufzeichnung kurz vor der Tat angeschaut. Dann sind Sie derart wütend geworden, sind sofort ins Altenheim gefahren und wollten Frau Jahn natürlich zur Rede stellen, was sie da mit ihrer Großmutter gemacht hat. Sie wollten einfach mal wissen, wie es sein kann, dass die von Ihnen bezahlte Pflegerin ihrer Mutter nichts zu essen gibt und dann auch noch Sachen aus dem Kühlschrank klaut. Und dann müssen Sie zu Ihrem Entsetzen, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, feststellen, dass die Pflegerin gemütlich im Aufenthaltsraum sitzt und den Wein und den Algensalat verspeist. Da sind Sie förmlich durchgedreht und haben Frau Jahn aus dem Fenster gestoßen. Jetzt hören Sie mir mal erstens genau zu. Ich habe niemanden aus dem Fenster gestoßen. Außerdem habe ich das Video erst angeschaut, als Frau Jahn schon längst im Krankenhaus war. Danach bin ich auch gleich nur zur Polizei gegangen und habe das Video abgegeben. Sie haben das Video ganz bewusst später zur Polizei gebracht, damit Sie heute so argumentieren können. Sie haben doch von Anfang an damit gerechnet, dass in dieser Sache auch gegen Sie ermittelt wird. Boah, da wäre ich aber gewieft. Sorry, aber so schlau bin ich nicht. Bleiben wir gleich da vorne, Frau Verteidiger. Ich würde gerne noch was zeigen. Ich habe nur so ein kleines Foto. Schauen Sie mal, das Armband, das heute vor Jahren anhat, das hat sie auf dem Video auch angehabt. Und schauen Sie mal hier auf diesem Foto, da hat es die Mutter von vor Jahren an. Naja, interessiert Sie nicht, aber ich frage Sie. Das ist doch das gleiche Armband. Das gehört doch eigentlich Ihrer Mutter. Ja, aber das hat sie mir doch geschenkt. Wann? Ja, ich weiß nicht mehr, aber so 2 Wochen, bevor sie gestorben ist? Nie und nimmer. Das war das Verlobungsgeschenk von Papa und Mama. Das hat sie immer bei sich getragen. Und das lag immer bei ihr auf dem Nachttischschrank. Das musst du zusammen mit meinem Bild gestohlen haben, als Mama noch im Krankenhaus lag und um ihren Tod gerungen hat. Gar nicht. Und ich habe jetzt langsam auch hier die Nase voll, dass mir hier jeder irgendwas vorwirft. Ja und? Das hättest du dir immer vorher überlegen müssen, dass man sich so nicht verhält. Und Sie sollten überlegen, was Sie hier so rauslassen. Das bestärkt ja alles nur Ihr Motiv. Na, Sie gingen am Tattag, als Sie am Tattag plötzlich das Armband
Knochen an dem Arm ihrer Schwester gesehen haben, davon aus, dass sie es der im Sterben liegenden Mutter einfach entwendet hatte. Und das hat sie wütend gemacht. Und das hatte sie eben ganz entscheidend zu der Tat veranlasst. Ja, und sie ist doch auch stinksauer auf meine Schwester. Weitere Fragen? Keine Fragen. Dann bleiben Sie unvereidigt. Dankeschön. Yvonne Jahn, bitte, Sie dürfen hinten Platz nehmen.